So, Leute, es ist mittlerweile 20 Uhr. Ich weiß nicht, wann ich diesen Part generell so, also der ganze Part so gestartet habe. Ich habe es ja am Anfang gesagt, werde ich im Nachhinein reinziehen und mal gucken. Ich glaube, ich habe irgendwas mit 17 Uhr gesagt. Ich kann nur sagen, also währenddessen habe ich eine Pause gemacht, bin zur Tankstelle gefahren und so weiter. Ne, hab ich gebraucht. Und ja, was soll ich sagen? Wie ihr sehen könnt, hab schon ein paar Szenen gezeigt. Wir haben ein paar Missiles mehr und auch ein paar von diesen Powerbomben da. Ist gut, also es ist geil, ne? Und auch natürlich, ne, ein paar, also ein Leben Container. Ich sag jetzt einfach Herzcontainer, leck mich am Arsch. Ich sag jetzt Herzcontainer. Ein Herzcontainer mehr. Ich sag jetzt nicht, das macht das alles viel einfacher, das sage ich jetzt nicht. Vielleicht, okay, minimal, aber es ist trotzdem ultra schwer. Also dieser Bosskampf ist absolut ekelhaft. Und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, und ich muss viel ausweichen, viel kontern und das ist wirklich halt Small Snapchat. So, ausgewichen und jetzt draufschießen, draufschießen, draufschießen. Bam, 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 bam. Ja, komm, weiter, weiter, weiter. Ich denke, es ist mittlerweile 20:06 Uhr. Und irgendwann möchte ich auch dieses Drecks-Let's Play zu Ende haben. Weil ich bin ehrlich zu euch, dadurch, dass ich auch mal monatelang Pause gemacht habe und so weiter, das war echt nicht geil. Also, dass ich halt Metroid Dread so hart in die Länge gezogen habe, durch Gründen, das tut schon weh. Aber ich kann mit voller Stolz sagen, dass ich tatsächlich zwei Let's Plays in einem Jahr durchgespielt habe, nicht nur eins. Jetzt sozusagen hört sich so traurig an. Aber wir haben insgesamt, ich habe insgesamt drei Let's Plays gemacht und Tobi hat, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich denke mal, sagen wir mal fünf. So, der hat City Skylines, Mario World, Mario 64. Was hat er noch? Ja, okay. Wenn man auch die Livestreams mitzählt, hat er auch, glaube ich, Luigi's Mansion durchgespielt. Oh mein Gott, ja, ich hab vergessen. Ah, mein Gott, ey. Das ist, wenn ich ein bisschen, wenn ich halt am Reden bin. Und nicht auf das Spiel nicht auf das Spiel konzentriert bin, so. Ach, verdammte Scheiße. Komm. Jetzt her damit. Aber immerhin, ich kann froh sein, dass ich trotzdem irgendwie geschafft habe, dieses Let's Play vor diesem ein Jahre-Special, von dem Freecube ein Jahre-Special, durchzukriegen. Weil das wäre schon ein bisschen krass gewesen, hätte ich nach einem Jahr nur ein Let's Play gehabt, also halt Mario Kart 64. Auch wenn es sehr knapp war. Ich meine, es sind noch ein paar Tage, es ist ja der 27. Und es war halt sehr knapp, aber Leute, nur noch das hier und dann sind wir durch. Was heißt nur noch das hier? Es kann gut sein, dass ich die Aufnahme erst morgen wieder weitermache, weil ich einfach nicht weiterkomme hier. Weil es ist absolut schwierig. Okay, jetzt gerade geht's noch. Okay, nächste Phase. Das Ding ist, er hat ja noch eine Phase. Bin ich mir ganz sicher. Wäre ein bisschen komisch, wenn nicht. Und da frage ich mich, Alter, wie lange soll das noch gehen? Also, vor allem, wenn ich dann nochmal sterbe. Also, sollte ich gleich die dritte Phase erreichen und dann sterben? Ich glaube, mache ich erstmal einfach eine Pause, bin ich ehrlich. Auf jeden Fall habe ich jetzt 11 Raketen. Die könnte ich jetzt alle hier einsetzen. Ich glaube, ich werde doch jetzt direkt eine einsetzen. So, eins. Ich weiß nicht, ob das jetzt hat es geholfen. Ich denke mal. Vielleicht sollte ich ein bisschen näher rangehen. Das wäre eine gute Idee. Aber erstmal ausweichen hier. Oh mein Gott. Ich habe kein KP verloren. Kein KP. Alles gut. Nein, da wird nicht springen, Francesco. Mann, Alter. Nein. Oh, ducken. Manchmal hasse ich mich selbst für so, wie ich kämpfe hier. So, Konzentration jetzt, Konzentration, komm schon, ist ja nicht schwer, ist ja nicht schwer. Ist machbar. Jetzt aufladen und Bombe hinlegen. Schießen. Ausweichen, schießen, schießen, schießen. Ausweichen, schießen, komm, 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 ja. Und jetzt ausweichen, oh Gott, ja, okay, hier kann man nicht ausweichen. Ich hab's ein bisschen verschissen, oder kann man, oh mein Gott, man kann es irgendwie noch. Aber das sollte ich nicht mehr machen, dass ich ihn halt, oh. So hart gegen die Wand presse und jetzt bam 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 bam, komm 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 komm, ja, das ist gut, das ist, glaube ich, sehr gut. Und jetzt ausweichen, ausweichen. Wir müssen es so sehen, hätte ich jetzt diesen einen Container nicht, hätte ich jetzt Probleme. Aber deswegen gerade echt gut, dass ich diese 11 Dinger habe, ne, das rettet mir gerade so hart das Leben irgendwie, habe ich das Gefühl. Ob das so ist, keine Ahnung, habe ich mich jetzt gerade dumm treffen lassen, aber ist okay, ist okay. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Es ist nicht hart. Ducken. Und jetzt einsetzen. Schießen. Komm schon, komm schon. Das kann doch nicht sein. Wie viel Leben hat der Typ? Und jetzt noch einmal. Komm schon.
Komm schon. Oh nein, Digga. Ich muss lernen, schnell auszuweichen. Ja, okay, hier muss ich wieder so, keine Ahnung, Karussell machen. Komm schon. Ja, hört doch auf. Och man, Samus, fick doch nicht dagegen. Ist ja okay. So, jetzt komm, ja. Komm. Ja, ich meine, er kann nicht mehr viel haben. Für die nächste Phase. Jetzt aufladen und schießen. Digga, das kann doch nicht sein. Wie hält er aus? Gut, dass ich diese ganzen Bomben habe, weil ich glaube, sonst wäre es ja noch schwieriger. Ach du Scheiße, Leute. Solltet ihr dieses Spiel spielen, vergisst, macht das Spiel lieber auf 100%, weil sonst unmöglich. Oh mein Gott. Komm, chill doch einfach. Habt ihr zwar noch ein paar Container, aber nicht mehr viel. Ich glaube, das Maximum ist, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht gezählt, wie viel ich habe. Bin ich ehrlich. Und jetzt noch einmal. Ich bin ehrlich, ich will eigentlich nicht alles verwenden, weil ich mir dann denke, yo, ich möchte auch welche für die andere Phase haben, aber es kann auch sein, dass wir gleich mehr Raketen bekommen. Das wäre sehr cool. Ja, komm, leck mich doch. Digga, kannst du ihn auch mal töten? Verdammte Scheiße. Samus, du bist doch so stark. Mach jetzt was. Jetzt ernsthaft. Man merkt, glaube ich, ein bisschen, halt's Maul, Handy, dass ich ein bisschen verzweifelt bin. Ich möchte einfach nur dieses Let's Play durchhaben. Ich glaube, einer der Hauptgründe, warum ich gerade so ein bisschen aggro bin, ist einfach, dass ich dieses Let's Play nicht früher beenden konnte. Ich meine, ich bin froh, dass ich die jetzt beende. Beziehungsweise gleich oder morgen erst, wenn ich das doch heute nicht hinkriege und keinen Bock mehr habe. Aber ihr wisst, was ich meine. Dass ich das trotzdem endlich dann durchhabe, ist schön. Aber halt zu spät, das ist ein bisschen belastend. Aber ist okay. Hauptsache, man hat es überhaupt beendet. Ich meine, es gibt andere YouTuber. Vielleicht hat Hübi überhaupt sein Ocarina of Time Let's Play zu Ende gemacht. Also, ich weiß nicht. Keine Ahnung, immerhin. Oh, jetzt, komm. Letzte Munition, komm. Mach es. Danke. Komm, jetzt mach was. Ja. Oh nein, bitte sag es nicht. Das wird stark. Was macht er? Hat er gerade seine Flügel gebrochen? What the fuck? Was bist du für ein Perverser? Und jetzt kann ich den, glaube ich, so anschießen. Oh, bitte sag jetzt, ich kann es ein bisschen chillen. Oh nein, der ist aggressiv. Oh mein Gott, der ist sehr aggressiv. Was ist das für eine Attacke? Hallo? Was ist das? Hallo? Okay, ich muss ausweichen. Ich muss einfach ausweichen. Das ist nicht schwer. Komm, einfach ausweichen. Also, man sagt, es ist nicht schwer, aber wenn er halt 10.000 Mal schießt und die Sonne ist die ganze Zeit da, ist ein bisschen schwierig. Ich hätte jetzt ausweichen können. Ich glaube, ich hätte jetzt kontern können. Komm, gib mir Leben. Okay, immerhin. Immerhin ist das Spiel so gnädig und gibt mir Leben. Ich hätte auch schießen können, fällt mir gerade auf. Warum mach ich das nicht? Alter. Als ob ich nicht kontern konnte. Ich dachte, ich kann da kontern. Oh nein. Oh mein Gott, Digga. Alter, chill doch einfach. Chill. Bitte. Nein. Oh, hier hätte ich das kontern können. Ja, ich muss das alles noch lernen, ne? Gib mir Leben. Danke, Spiel, dass du mir Leben gibst. Das ist sehr ehrenvoll. Alter, okay, bei dieser Attacke auf jeden Fall nicht einfach so stehen bleiben. Oh nein. Kann ich das abschießen? Ja, das bringt nichts. Ich bin jetzt ganz ruhig, Leute. Tut mir leid. Scheiße, was mache ich? Schicker, was mache ich? Hör doch auf, du Arschloch. Boah, ich bin kurz davor, heftige Beleidigungen rauszuhauen, was dafür sorgen könnte, dass der Kanal gesperrt wird. Oh mein Gott, bitte. Ja, du bist sehr witzig, komm. Ich halte das wirklich nicht mehr aus. Es ist so eine Dreckscheiße, Alter. Das ist so scheiße. Also ernsthaft, Leute. Nach so einem Let's Play, ich glaube, ich werde lange kein Metroid mehr spielen. Und so wie ich verstanden habe, sind anscheinend die anderen Metroids, vor allem wenn es um 100% geht, deutlich abgefuckter. Aber nun gut, ich denke mal, das wird eine 2-Stunden-Aufnahme, ne? Oh mein Gott, das wird eine 5-Stunden-Aufnahme sogar. Ach, Leute.
Ich muss cutten. Ich glaube, das ist eine gute Taktik, mit Raketen zu schießen. Ich glaube, das ist eine gute Taktik. Das zieht irgendwie, glaube ich, viel Leben ab. Sehr viel Leben. Da muss ich aber auch treffen, aber auch gar keinen Schaden verlieren. Das wäre, glaube ich, ein bisschen schlimm. Danke für nichts, Samus. Ah, ist wirklich schade. Es macht absolut keinen Spaß mehr, ne? Ich möchte einfach nur, dass sie beenden. Das ist absolut scheiße jetzt gerade. Das ist so ein Drecksbosskampf. Also es ist gut, dass alles... Sowieso, Leute, mein Fazit werdet ihr ja später dann hören. Oder, keine Ahnung, im nächsten Part. Vielleicht mache ich einen Special Part raus über mein scheiß Fazit. 5-Minuten-Video. Hauptsache, ich werde hier durch, Alter. Komm schon, Alter, es ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel. Komm schon. Jetzt. Sehr gut. Sehr viele Raketen verwendet, aber ist okay. Weil ich möchte meine krassen Bombenattacken für später aufheben. Oder eine werde ich jetzt verwenden. Komm. Digga, er ist doch low. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Warum schießt er immer noch? Warum schießt er immer noch? Das Arschloch. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ah, halt's Maul. Komm schon, du Wichser. Komm schon, du Wichser. Ja, Flügel ab. Und jetzt reiß alles weg und werd cool und werd geil und halt die Fresse. Digga, ich kann das nicht mehr. Ich habe es auch diesmal. Oh, danke, danke, dass du nicht springst. Übrigens, ich habe einfach jetzt ein Video von Nintendo jetzt einfach mal gerade angeguckt, weil ich will wissen, was er macht. Weil ich bin wirklich kurz davor auszuflippen. Ich pack das nicht mehr. Und anscheinend kann man hier jetzt das hier verwenden. Und dann zerspringt die Scheiße. Ich brauche das, Leute, weil sonst überlebe ich das hier nicht. Ich raste aus. Wirklich. Mental kriege ich das nicht mehr hin. Ich kenne das nur von irgendwelchen Mario-Spielen, dass ich mal hier so kurz mal rumspringe, boing, boing, und dann ist das Spiel beendet. So, solche Spiele kenne ich, aber sowas wie Metroid habe ich noch nie gespielt. Und es ist so hart. Alter. Aber ist auch gut so, dann lerne ich auch solche Spiele kennen. Es ist jetzt nicht so, dass ich das Spiel jetzt scheiße finde, weil bla bla bla. Nein, es ist gut. Das gefällt mir. Also, oh, ich hätte es auch kontern können. Aber generell, das ist wirklich ein gutes Metroid-Spiel. Ich liebe dieses Spiel tatsächlich. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Aber was ich aber noch sagen kann, ich bin wohl nicht der Einzige, der Probleme mit der Steuerung hat, beziehungsweise dass Samus so behindert manchmal ist, weil Nintendo hat auch manchmal Probleme mit Springen oder Doppelsprüngen. Also ich bin doch wohl nicht der Einzige. Ich dachte, das wäre mein Problem, aber nee, Nintendo kriegt es auch manchmal nicht hin. Also es ist schon mal gut zu wissen, dass es nicht meine Schuld ist. Oder vielleicht auch, ja klar, ich meine, ich bin der Spieler, ich muss sie ja steuern, aber ja, ihr wisst schon mal Bescheid, yo, ich bin nicht der einzige Loop. Komm, bitte, darf ich ihn jetzt einfach töten? Okay, jetzt hier, bam, 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 mach das hier weg. Oh mein Gott, das war knapp. Komm, jetzt setz die Scheiße ein. Sehr gut, und jetzt kann ich das hier verwenden. Jetzt piss dich, piss dich, piss dich. Na? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Verpiss dich, verpiss dich. Oh mein Gott, ich hätte jetzt kontern können, aber ich hatte Angst. Ich hatte zu viel Angst. Ich sollte wirklich aufhören mit den komischen Raketen, weil das bringt mich eigentlich nur um. Oh mein Gott. Ja, ja, komm, komm. Ja, scheiße, scheiße, Digga, scheiße, Digga. Wieso habe ich so viel Leben? What the fuck, habe ich so viel Leben eingesammelt? Okay, jetzt Rakete. Oder Bombe, was auch immer. Und jetzt. Bam, 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 bam. Sehr gut, komm. Okay, ich hab es nur gekontert, aber ich glaube, ich konnte nicht angreifen oder so. Ist aber auch nicht schlimm. Komm, es fehlt, glaube ich, nicht mehr viel. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sehr gut, komm, komm, komm. Es fehlt nicht mehr viel, glaube ich. Es fehlt nicht mehr viel. Oh mein Gott, jetzt greift er so an, weil er nur ein Sohn ist. Komm, ja, 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 komm, ja, weich aus, das ist sehr gut. Schieß, 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 schieß.
Sehr gut, und jetzt schießt drauf. Ja, 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 komm, komm, komm. Er ist tot, er ist tot, er ist sowas von tot. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Komm, 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 komm. Bitte, bitte. Es ist nicht mehr viel. Was? Scheiße, Digga, darauf war ich nicht vorbereitet. Warum greift er so an? Warum macht er diesen? Warum macht er diesen? Da war ich nur vorbereitet. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Aber ich habe jetzt wieder voll KP und alles. What the fuck, Alter? Ich bin absolut full jetzt. Haha, geil. Ja, oh Gott. Lass mich in Ruhe, du Arschloch. Keiner will dich. Und jetzt schieß drauf, ja, 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 sehr gut, sehr gut, sehr gut, komm, 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 komm. Jetzt habe ich ihn, Jetzt muss ich nur noch kontern und dann passt's, Leute, dann passt's. Komm schon. Eins. Zwei. Und jetzt komm, saug ihn die Energie weg. Du Arschloch. Nein. Was machst du jetzt mit mir? Du Arschloch. Du Arschloch! Du Arschloch! Du bist so ein Wichser! Verpiss dich doch einfach! Digga! Digga, das Spiel ist so krass, ne? Es ist so cool! Komm schon, Samus, tu doch was! Samus! Nein! Sie stirbt! Sie stirbt! Du Wichser, Alter, ich hasse dich so hart. Samus, bitte, nein! Sie krepiert! Ja, geil. Jetzt bin ich tot! Ja, und jetzt? Kann ich jetzt Home drücken, XA und das Spiel beenden? Was? What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, Digga! Shinch! Okay, okay, cool! Jetzt rasten sie komplett aus, Digga, sie rasten einfach komplett aus! What the fuck, ich bin da gerade! Oh mein Gott! Okay, cool! Okay, okay, du bist einfach nur geil! Ah! Ja, tschüss! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die alle krepieren! Jetzt bei Ende. What the fuck? Was ist gerade passiert, Alter? Brudi, lauf! Lauf! Wehe, das Spiel stürzt ab. Oder, keine Ahnung, meine Switch stürzt ab. Oder, ich habe auch einmal keinen Akku mehr. Boah! Digga, auf einmal Batterie leer, so. Tschüss für immer. Nee, Digga, dann verkaufe ich das Spiel und spiele es nicht mehr. Oh, what the fuck ist mit mir passiert? Habe ich mich fusioniert oder? Nee, er hat mich. Was? Wie sehe ich denn aus? Warum sehe ich so aus wie der größte Motherfucker der Welt? What the fuck? Und jetzt? Oh nein, sag jetzt nicht, ich muss wieder kämpfen. Ach, nö! Digga, wie sieht der aus? Ist geil, muss ich sagen. Also, geiles Design. Also wirklich, da haben sie echt gute Arbeit geleistet. Okay, jetzt ist es absolut gruselig. Das habe ich keinen Bock mehr. Das ist jetzt, das wird jetzt zu viel. Was muss ich machen? Oh mein Gott, 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 jetzt habe ich gerade meinen Vater umgebracht, glaube ich. Aber hey, Hauptsache, es gibt KFC. Was? Wie? Wie? Wo? Wohin? 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 Hallo? 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 Wo muss ich hin? Geh hoch, nach hoch und nach oben. Ah, wo? Okay.
Ah, okay, ich muss das aktivieren. Leute, oh mein Gott, Leute, oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Verpiss dich, verpisst euch alle. Ich hoffe, die Zeit ist gnädigt und ist nicht so unfair. Komm, ja, verpisst euch. Oh mein Gott, wo muss ich hin? Warte, ich glaube, ich weiß, wo es hingeht. Oder? Weiß ich das? Nee, ich glaube, ich weiß nicht. Warte, Leute, ich habe Angst. Ich habe Angst! Oh! Hier muss ich hin! Hier muss ich hin! Okay, wo bin ich? Hier hoch? Okay. Hoch? Verpisst euch. Und jetzt, da hoch. So, oh, ich muss ganz jetzt die Karten öffnen. Ich habe Angst. Ich möchte nicht verlieren. Okay, jetzt aufmachen, aufmachen. Verpisst euch. Alter, Alter, Alter! Ja, ihr seid cool. Okay, kann ich das hier aufmachen? Verschlossen. Warum? Ich kann es nicht aufmachen. Okay, nach unten gehen. Was? Warum kann ich nicht durch? Oh Gott, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Oh, Digga, ich schaff das nicht. Verschlossene Schleuse. Und die ist auch verschlossen. Zugang verschlossen. Ne, warte mal. Okay, ich gehe wieder nach oben. Anscheinend kann man das doch aufmachen. Digga, was muss ich machen? Hier! Das, da, hier, Gang. Geh zurück, Samus. Samus. Oh mein Gott, hier geht's durch. Leute. Oh mein Gott, hier geht's durch. Hier geht's durch. Hallo. Oh mein Gott. Samus. Hallo. Wo ist der Ausgang? Samus. Geh hier durch. Komm. Digga, das Spiel, das geht mir in die mentale Gesundheit. Digga, was ist die Scheiße hier? Jetzt springen hoch. Komm schon, Samus. Wo? Komm schon. Wo? Da. Aufmachen. Und jetzt einfach durchlaufen. Ich weiß nicht, lauf einfach durch. Samus. Digga, noch 50 Sekunden. Digga, wenn ich das jetzt verkacke, ne? Bitte sei gnädig, Spiel. Wo ist mein Schiff? Hallo? Schiff? Da ist mein Schiff! Spring ein! Lauf rein! Kotz rein! Tu alles, bitte! Tu es nicht! Wieso nicht? Das wird die Energievorräte des Schiffs vernichten. Ja, und wie komme ich hier raus? Soll ich in die. Also. Creepypasta? Das macht mir gerade ultra Angst, ne? Digga, das ist gerade so gruselig. Boah, ich fühle mich gerade richtig unwohl. Digga, was passiert da gerade? Oh mein Gott, Leute, was passiert da gerade? Ja? Jetzt bin ich wieder normal, oder was? Jetzt kannst du das Spiel von vorne spielen, nicht passt. Komm, mach jetzt. Bitte verpiss dich einfach. Verpiss dich einfach von da. Ich will da nicht mehr sein. Verpiss dich. Du. Danke. Bitte. Überlebe es. Bitte. Flieg. Ja. Du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, Leute. Das ist es. Wir haben es geschafft. Das Spiel ist vorbei. Oh, Instagram-Story machen. Oh mein Gott, Instagram. Oh Leute. Oh mein Gott. Warte, Kamera. Digga, das Spiel ist zu Ende. Ich halte es nicht mehr aus. Das Spiel ist so scheiße. Metroid, Alter, es ist vorbei. Scheiße, meine Switch. Oh, scheiße. Oh, Digga, Leute, es ist kein Scheißspiel, alles gut, ich hab rumgejoggt, aber, ey, Leute, was soll ich sagen, Alter, es ist so, ich hab das Spiel beendet, es ist vorbei, es ist für immer vorbei, wehe, ich hab vergessen, auf Aufnehmen zu drücken. Ach, Leute, es ist vollbracht. Was kann ich zu dem Spiel sagen? Also, ich kann sagen, die Zwischensequenzen, ultra geil. Die Gegner, alles wie, das ganze, das Designing, okay, von den ganzen Bossen und so weiter, richtig gut. Wie das alles aussieht, grafisch gesehen, auch richtig geil.
Oh, was soll ich noch sagen? Die ganzen Fähigkeiten, die man freischaltet. Klar hat man vielleicht auch ein SNES gehabt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie Smash gespielt. Es war trotzdem, es hat alles gut zu Smash gepasst, meiner Meinung nach. Also, wie das alles so mit rum. Boah, ich kann nicht mehr reden, Alter. Ich bin absolut überfordert. Oh. Es gibt halt nur zwei Kritikpunkte, glaube ich. Einmal die Steuerung, dass sie manchmal nicht das macht, was ich halt will, so. Und dass man manchmal einfach keine Ahnung hat, wie es halt als nächstes weitergeht, so. Aber ich glaube, ich hätte auch öfters mal einfach das Logbuch lesen sollen. Es gibt ja so ein Logbuch. Und ich glaube, es hätte schon so geholfen. Aber egal, Leute. Ich könnte es hier überspringen. Aber wir lassen es mal laufen. Ich habe keine Ahnung, wie lange es noch geht. Aber generell, ob ich jetzt wieder so ein Metroid spielen werde, so ein Metroid-Spiel, ja, aber nicht für die nächsten 3 Jahre, sagen wir es mal so. Ich brauche erstmal eine Metroid-Pause. Ich muss jetzt erstmal Spiele spielen, so typisch Mario springen und dann Bowser 3-mal schlagen und dann habe ich das Spiel zu Ende. Alter, nee, das war jetzt einfach zu krass. Es ist positiv, wenn ich die ganze Zeit gemeckert habe, so scheiß Bosskampf und so, das ist positiv. Es war wirklich gut, weil das Ding ist, solche Bosskämpfe und so weiter, wo ich halt wirklich herausgefordert werde, das habe ich selten in Videospielen. Und deswegen, Metroid Dread hat wirklich so ein geiles Schwierigkeitsgrad. Und der Schwierigkeitsgrad ist wirklich gut. Also man merkt am Anfang, okay, ne, bisschen reinkommen und dann, bam, wird man nur aufs... Du musst halt schon dabei sein. Mein Problem war halt, dass ich auch vor allem Attacken nicht eingesetzt habe. Zum Beispiel das mit Konter und Gegnern, das ist X drücken und so weiter. Das habe ich erst später so mehr benutzt und so weiter. Schade. Ich habe bei manchen Stellen nicht so gespielt, wie man vielleicht spielen sollte. Aber nicht vergessen, Leute, das ist mein erstes Metroid. Ich habe dazwischen leider Monate Pausen so gemacht. Oder einige Wochen auf jeden Fall. Es waren schon Monate. Und da habe ich schon teilweise vergessen, was alles passiert ist und alles. Die Story an sich, ich habe jetzt nicht alles hundertprozentig mitbekommen, aber das, was ich mitbekommen habe, dass zum Beispiel Samus so der größte Motherfucker ist, der einfach seinen Vater umbringt, das war mein Lieblingsteil der Story, dass sie einfach seinen Vater tötet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sein Vater war. Ich meine, er sagte Töchterchen, aber ich denke, das ist vielleicht irgendjemand, der, keine Ahnung, so eine Art Onkel oder so, der mich Töchterchen nennt oder so als Spitzname. Ich habe keine Ahnung, Digga. Aber Technical Support, danke Ruben, Ruiz und Angel, Novillo, Ramirez und sind das alles Portugiesen? Digga, sind das alles Portugiesen? Eduardo, Gallo, Emadroda, so. Augustin, Camara, Della. Digga! Was für Amerikaner haben das Spiel entworfen? So, nee, das waren alle Spanier und Portugiesen. Ah, James Helson. Bestimmt adoptiert worden von einem portugiesischen, keine Ahnung, Mutter. Oh, Digga. Katsuya Yamano. Oh, auf einmal Japaner. Ach, Leute, es ist schön. Wir haben dieses Spiel zu Ende gespielt. Was ich auf jeden Fall das nächste Mal Let's Play. Ich glaube, das ist klar. Ich muss Zelda, hier Ding an Zelda durchspielen. Majora's Mask ist aber auch ein kleines Spiel, das kriegt man schnell hin. Vielleicht 20 Parts. Und was passiert? Ja, hallo? Normaler Modus, benötige Zeit 11 Stunden. 11 Stunden 20! Zugegeben, Konsole öfters mal angelassen, aber trotzdem. Oha. Zero Mission? Sind das jetzt alle Metroid-Spiele, die jetzt so angezeigt werden? Oder Zero Mission? Oder was ist das jetzt? Oh. Ja, natürlich. Ja, nächstes Let's Play confirmed. Oh, Bossansturm. Ja, das mache ich. Ja. Ja. Ja, schwerer Modus. Nächstes Let's Play, Alter. Dasselbe, aber in schwer. Nee. Nee. Vielleicht mal als Strafe, wenn ich irgendeine Challenge nicht hinkriege. Nee, mach ich aber nicht. Nee. Danke, dass ihr am Start wart. Das war ein geiles Let's Play. Leute. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao, Leute.